Ich habe aber auch nicht schlafen können. Und so. It's quite cool. And the fire is so delightful. Wir in der Familie haben uns auch schon die ganze Zeit gewundert, was ist da der Grund dahinter, warum wollen alle ein Klopapier haben, und wir haben es irgendwie nicht so recht verstanden und haben einfach nur darüber gelacht. Wie ich dann aber mitbekommen habe, dass auch Konditoren schon angefangen haben, Kuchen in Toilettpapierform zu produzieren, habe ich mir gedacht, ja, das können wir auch. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und gesagt, hey Papa, mach doch bitte eine kleine Figur von einer Toilettpapierrolle, das gehen wir in die Schneekugel rein. Ich habe es fotografiert, habe es hochgeladen und jetzt sind wir da. Mit gestern habe ich 2500 Stück bestellt. Wir werden jetzt das ganze Wochenende durchproduzieren müssen, um einmal nur die bestellten Aufträge abzuarbeiten, um dann auch nächste Woche wieder den Shop öffnen zu können und auch neue Bestellungen aufnehmen zu können. Aber wir können definitiv nicht bis Ende des Jahres warten, also sobald wir uns wieder ein bisschen alle rühren können, natürlich alles mit Sicherheitsabstand, mit Masken, mit Desinfektionsmittel, versuchen wir sobald wie möglich die normale Produktion wieder aufzunehmen. Wir müssen es uns irgendwie... Aber mir ist es... Ja, aber gut, dann brauche ich eine Person, die das regelt, die regelt, weil wir stehen.